Ich habe hier eine Ebene und eine Kugel gegeben und untersuche die beiden mal, was da los ist. Deswegen eine Skizze. Also wenn ich eine Ebene skizziere, ich so eine Kugel. Die haben mehrere Möglichkeiten. Die können jetzt so weit weg sein voneinander oder die Kugel kann so richtig drauf liegen, ja, mit einem Tangentialpunkt. Oder die können sich schneiden, so mit einem Schnittkreis. Und um das herauszufinden, interessiert mich erstmal der Abstand zwischen dem Kugelmittelpunkt und der Ebene. Ich habe nämlich hier aus der Kugel, kann ich den Mittelpunkt, das ist das hier, das ist 301. Und Wurzel 25 ist der Radius, also der Radius ist 5. Und ich kann hier den Abstand des Mittelpunktes von der Ebene bestimmen. Ja, und die Kugel hat einen Radius von 5. Das heißt, also jetzt zeichne ich es ein bisschen sauberer hin. Hier so, das ist die Kugel und ich habe hier meine 5 Meter. Und wenn jetzt der Abstand zwischen dem Mittelpunkt und der Ebene mehr als 5 ist, dann werden die sich nicht schneiden. Exakt 5. Dann gibt es hier so einen Schnittpunkt, einen einzigen Schnittpunkt. Wenn der Abstand kleiner ist, dann geht die Ebene hier so durch. Also Abstand. Abstand Punkt Ebene läuft über die Hesseform. Also machen wir die Hesseform und setzen dann in die Hesseform den Mittelpunkt der Kugel ein. So, los geht's. Also Hesseform. Dazu brauche ich, sehe hier den normalen Vektor, der normalen Vektor der Ebene, der hat die Koordinaten 1, 2, 2. Ja, also hier 1, hier 2, hier 2. Und der Betrag davon ist 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 2 Quadrat. Wurzel draus ist Wurzel 9, ist 3. Und die in Hesseform wird einfach diese komplette Gleichung, ja, mal ein Drittel genommen. Also ein Drittel, Klammer auf, x1 plus 2x2 plus 2x3 minus 2 gleich 0. Und jetzt diesen Mittelpunkt, dieses 301, einfach einsetzen und dann habe ich vermutlich keine 0, sonst würde ja dieser Mittelpunkt auf der Ebene liegen. Dann bekomme ich nämlich den Abstand. Also hier 3 einsetzen, 0 einsetzen, 1 einsetzen, schauen, was rauskommt. Ein Drittel, Klammer auf, plus 2 mal 0 plus 2 mal 1 minus 2 ist gleich. Da habe ich 3 plus 2 minus 2. Ich habe jetzt ein Drittel mal 3 gleich 1. Das ist der Abstand. Der Radius war ja 5. Der Abstand zwischen Mittelpunkt und Ebene ist nur 1. Damit kann ich das schon ziemlich gut, ja, so, also das, die steckt tief drin. Also hier ist 1, hier ist 4, das ist so die Ebene. So muss es auch schon. Hier ist m. Gut, und was mich jetzt als nächstes meistens interessiert, ist dieser. Ich habe hier einen Schnittkreis, ich mache das jetzt mal in 3D. Ja, das brauchen wir alles nicht mehr. Also neu. Zack und weg. Also die Kugel, die schneidet die Ebene. Also irgendwo oben ist M, ja, so. Hier ist diese Ebene, so ein bisschen eine Frage. So. Und dann habe ich hier ein Dreieck. Also das ist 1, der Abstand davon. Und hier R gleich 5 kenne ich. Und zwei Dinge interessieren mich jetzt meistens bei diesen Aufgaben, nämlich dieser Kreis hat auch einen Radius, das ist der Radius des Schnittkreises, den nenne ich jetzt R'. Und dieser Schnittkreis hat auch einen Mittelpunkt, den nenne ich M'. Und das lässt sich beides berechnen. Jetzt dieses R', das ist viel einfacher, mit analytischen Geometrie denkt man meistens zu kompliziert, aber das gelbe Dreieck ist ein ganz normales rechtwinkliges Dreieck. Hier ist der rechte Winkel, da gilt der Pythagoras. Das heißt, 1 Quadrat plus R' Quadrat gleich R Quadrat, also 25 Quadrat. R' ist 25 minus 1 und die Wurzel draus. Also Wurzel aus 24 habe ich fertig. Der ist ein Strich. Ne? Das nächste, was die immer wissen wollen, ist der Mittelpunkt. Also dieses schönen hier, dieses schönen Kreises da. Gut, und da habe ich ja, also das war die Ebene hier. Der hier ist die Ebene und ich habe hier den Mittelpunkt der Kugel.
Ja, es ist ein bisschen muss aber jetzt sein, ein bisschen größer muss jetzt sein, damit es besser ist. So. Und das ist eigentlich nur das Problem von einem Punkt, einem beliebigen Punkt, ein Lot fällen auf eine Ebene und dann diesen Lotfußpunkt finden. Und dieses von einem Punkt ein Lot fällen auf eine Ebene läuft mit einer Hilfsgeraden G. Ja? Also ich baue mir eine Gerade und schaue, wo schneidet diese Gerade meine Ebene. Damit das klarer wird, tue ich das hier weg und mache nochmal eine neue Skizze. So, gut. Ich habe jetzt hier also einfach nur, die Kugel ist jetzt egal. Ich habe einen Punkt M, ich habe eine Ebene E. So, und jetzt mache ich hier so eine senkrechte Gerade und suche hier, wo schneidet die Gerade? Da ist mein M-Strich. Und ich kenne ja bei M 1, 2, 2 ist der normalen Vektor, der steht hier so drauf. Das ist mein N. Den kann ich schon mal benutzen als Richtungsvektor von meiner Gerade. Und die Gerade braucht noch einen Aufpunkt. Dann nehme ich natürlich das M. Also die Gerade. Schauen wir uns aber hin. So. Diese Gerade G Doppelpunkt X ist gleich. Der Aufpunkt ist mein M. Das waren 301. 301 plus Lambda mal. Und jetzt 1, 2, 2 ist der normalen Vektor der Ebene. Das ist meine künstlich gebaute Gerade, die jetzt die Ebene schneidet. Und ich schneide jetzt diese Gerade mit dieser Ebene. Und das tue ich, indem ich mir das hier so. Ja, hier ist x1, hier ist x2, hier ist x3. Ich schaue mir das so zeilenweise an. Die erste Zeile, da habe ich x1 ist 3 plus Lambda und das kann ich jetzt da oben einsetzen, bei der Ebene. Also hier für x1 einsetzen. Ja. Und das hier wieder weg, damit es nicht durcheinander kommt. So, die nächste Zeile ist hier x2 gleich 2 Lambda. Und die dritte Zeile ist x3 gleich 1 plus 2 Lambda. 1 plus 2 Lambda. Gut. Platz machen. Also, wenn ich das alles einsetze in die Ebene, dann habe ich. Da brauche ich nicht die Hesseform der Ebene. Das kann ich einfach so einsetzen. Ohne das ein Drittel. Das ist egal. Also, Klammer auf, Doppelpunkt, Klammer auf. 3 plus Lambda, Klammer zu, plus 2 mal. 2 Lambda, 2 Lambda plus 2 mal 1 plus 2 Lambda. Minus 2 ist 0. Ich habe jetzt hier ein Lambda und das will ich wissen. Jetzt die ganzen Klammern wegrechnen. 3 plus Lambda plus 4 Lambda plus 2 plus 4 Lambda minus 2 gleich 0. So, und mal, wie viel habe ich denn? Ich habe hier ein Lambda, vier Lambda, vier Lambda, das sind neun Lambda. Neun Lambda und der Rest. 3 und 2 und minus 2, es bleibt 3. Plus 3 gleich 0. Also Lambda ist minus ein Drittel. Das ist schön. Und das, ich will ja den Punkt M-Strich, den bekomme ich, indem ich das Lambda in die Gerade einsetze, da wo es hingehört. Ja, oder ich kann es mir auch denken, das ist ja nichts anderes, wie wenn ich es hier einsetze und dann habe ich die drei Koordinaten. Ja, also das Lambda eingesetzt, also mein M-Strich hat drei Koordinaten. Ja, wenn ich jetzt minus ein Drittel da einsetze, also 3 plus, mal ein bisschen langsam, also 3 plus minus ein Drittel mal 1. Und da habe ich 8 Drittel. Acht. Drittel. Nächstes. Ja, hier 0 plus 2 mal minus ein Drittel. Also 0 plus 2 mal minus ein Drittel. Ja, minus 2 Drittel. Da habe ich minus 2 Drittel und dann das nächste ist dann ein Drittel. 1 plus 2 mal, also ein Drittel und diese Nebenrechnung werde ich wegmachen. Also ich habe jetzt berechnet. Den Mittelpunkt von dem Schnittkreis, den Radius von dem Schnittkreis, wo war der? So. Hier ist der Radius, nichts da, so malen, Platz machen. Also Radius von dem Schnittkreis, genau. Und wem es noch ein bisschen unklar ist, dann mache ich vielleicht nochmal die schöne Zeichnung. Also ich habe hier, ich hatte eine schöne Kugel mit einem M.
Ich hatte eine Ebene und die schneidet. Jetzt schaue ich es ein bisschen besser. So, genau. Und hier ist mein M-Strich. Ja, wenn ich das senkrecht runtergehe, einfach Ebene. Ebene schneidet gerade und diesen Einser habe ich berechnet, Abstand, Mittelpunkt, Ebene. Und diesen Radius der Kugel mit 5 habe ich aus der Angabe rausgezogen. Und R' ist Wurzel aus 24, habe ich mit Pythagoras gerechnet. Und jetzt weiß ich einfach sehr viel. Genau, das genügt bei diesen Aufgaben.